So, wir sind auf Sendung, Philipp. Lange versprochen den Leuten. Ich würde mal gerne mit dir ein Coaching-Video machen zum Thema, ja, wie kann ich eigentlich anhand meiner Daten rauslesen, wie intensiv war die Einheit, wie hart war die Einheit oder wie einfach war die Einheit. Und dafür gibt es im Prinzip zwei sogenannte KPIs. In Strava, in Training Peaks oder auf dem Tacho. Das ist der TSS und die oder der IF. Und darum geht es heute, oder? Ja. Sehr gut. Mal ein bisschen Ja, graue Theorie heute. graue Theorie. Und du sagst, die beiden Werte bauen aufeinander auf. Genau, es ist letztendlich ja ein Konzept, das von so ein bisschen den Köpfen hinter jetzt Training Peaks, beziehungsweise hinter dem ganzen Training mit Leistung so aus dem englischsprachigen Raum entworfen wurde. Letztendlich tatsächlich die Leute hinter Training Peaks haben das Ganze auch getrademarkt, sich diese Begriffe, aber die haben sich halt einfach so durchgesetzt, dass man die einfach allgemein jetzt benutzt. Du kannst die Werte gibt es in verschiedenen, auch mit verschiedenen anderen Begriffen, in anderen Softwares wie Golden Cheetah und ähnliches, aber am Ende ist das, was dabei rauskommt, immer das Gleiche. Okay, Leute. Die Struktur des heutigen Videos wird wie folgt sein. Wir würden gleich mit dem Philipp uns einmal so ein bisschen sportwissenschaftlich die Zusammensetzung der beiden Begriffe angucken, TSS und Intensity Faktor. Und dann haben wir ja in den vergangenen Tagen nochmal so zum Abschluss, das Video soll nicht lange dauern, haben wir Fragen aus der Community bekommen, bei Instagram vor allem und ein paar auch bei Facebook. Und die können wir vielleicht so die besten 3, 4, 5 Fragen, Philipp, gehen wir dann zusammen live durch, oder? Ja, das wird spannend. Ich habe die noch nicht gesehen. Gut, dann machen wir es live. Ja, dann würde ich an der Stelle an dich übergeben und du hast ein paar Folien übergeben, oder? Ja, ich Übergeben, teile zwischendurch dann immer aufgesetzt. mal so kurz meinen Bildschirm und kann was dazu sagen. Ja, und Leute, wenn euch das hier gefällt, diese Coaching-Videos, die machen euch schlussendlich schneller und besser, dann abonniert den Kanal, gebt uns den Daumen hoch, dann macht ihr alles richtig und verpasst keine weiteren Videos. Du würdest gerne deinen Ja, können Bildschirm wir direkt einmal teilen. machen. Ich habe nur zwei, drei Folien dazu, dass das Ganze nochmal visualisiert Ja. ist. Bei diesen Theoriesachen ist das ganz schön. Wir packen die danach auch in den zugehörigen Artikel, hattest du gesagt, Ja, ne? ich mache Also, daraus dass da ein. jeder nochmal drauf zugreifen kann. Also, wenn man nicht alles lesen kann, kommt auf die Videoqualität ein bisschen dann vielleicht an auf dem Handy, da haben wir das trotzdem da. Okay, dann müsstest Ich du teilen mal deinen teile einmal. Schirm. Jo. So. So. Hier sind die drei Kernbegriffe des ganzen Konzeptes nur noch einmal gelistet. Das ist Noch einmal, das haben. nicht so schnell. Ich muss erstmal Ah, du bist hier. noch gar nicht drauf. Doch, Okay. ich bin drauf, aber ich muss erstmal nur deinen Schirm zeigen hier in der Steuerung. Und kannst du mein kleines Bildchen da mal wegklicken? Ich dachte, es wäre schön, wenn du nebenbei immer noch im Bild bist. Nein. Also, die drei Kennzahlen haben wir hier einmal, die dabei so ein bisschen das Konzept ausmachen. Den einen Begriff haben wir eben noch nicht genannt, normalisierte Leistung. Der kommt wahrscheinlich allen auch dauernd über den Weg jetzt inzwischen, wenn man sich die Ja. ganzen Leistungswerte anschaut, sei es in Strava oder Training Peaks. In Strava heißt es, glaube ich, heißt es da auch nochmal, nee, da heißt es, glaube ich, gewichtete Gewichtete Leistung. Leistung, ja. Genau, ja, das ist genau das Gleiche. Und mit dem Wert können wir auch gleich dann einmal anfangen. Warte, jetzt muss ich einmal hier gucken, da geht's weiter. So, da sind wir. Weil die normalisierte Leistung ist erstmal das ist meistens der Begriff, da haben die meisten Leute am ehesten Schwierigkeiten, genau zu verstehen, was es ist. Und da steckt ein kleiner Algorithmus hinter, den habe ich jetzt nicht mit gelistet, weil der ein bisschen schwieriger ist, wie das am Ende berechnet wird. Aber letztendlich ist das einfach nur die Durchschnittsleistung einer Einheit, welche die wirkliche Belastung abbilden soll. Also, wenn du jetzt 3 Stunden unterwegs bist mit ein paar Hügeln, an den Hügeln fährst du mal recht hart, in den Abfahrten nimmst du mal raus, dann ist die Einheit vielleicht am Ende, und du hast am Ende 250 Watt Durchschnittsleistung, ist das aber vielleicht härter entstanden, als wenn du einfach 250 Watt stetig gefahren wärst, Philipp, weil Philipp, Philipp, du hast 250 Watt Durchschnittsleistung, wir nicht. ich benutze gerne mal runde Werte. Nehmen wir Okay, 200 Watt. nehmen wir 200 Watt. Genau. Und 200 Watt sind in dem Fall halt nicht gleich 200 Watt, weil physiologisch, je härter du fährst, desto intensiver ist diese Belastung für den Körper und desto länger brauchst du zum Beispiel auch dich zu erholen und Ja. desto weniger lange kannst du diese Leistung aufrechterhalten. Deshalb muss man das
wollten damals die Entwickler dieses Wertes irgendwie abbilden und haben dann halt diese normalisierte Leistung entwickelt. Und je härter du fährst, desto stärker wird das in diesem Algorithmus gewichtet. Also wenn du dann, wenn du auf 200 Watt kommst, indem du fünfmal 5 Minuten mit 300 Watt fährst und zwischendurch mit 100 Watt rollst, ist das halt was anderes, als wenn du 200 Watt durchfährst. Und das ist halt, am Ende soll das abbilden, der Durchschnitt in Watt der Fahrt, wenn die Fahrt komplett stetig gewesen wäre. Also wenn Ja. jetzt die, wenn du mit 200 Watt als Durchschnittsleistung fährst, aber dann eine normalisierte Leistung 250 Watt zum Beispiel, wenn Ja. du das, dann wäre das die gleiche physiologische Implikation ungefähr, es ist immer nur ein Schätzwert, wie wenn du mit 250 Watt im Schnitt gefahren wärst, die ganze Zeit durchgängig. Das heißt, die Einheit war eigentlich deutlich härter, als es die Durchschnittsleistung vermuten lässt. Und das ist erstmal die erste wichtige Implikation, um zu gucken, wie gut habe ich eine Einheit umgesetzt oder wie stetig bin ich gefahren, eher gesagt. Ich Okay. betone das auch auf den Trainingseinheiten, wenn ich wirklich stetige Ausdauer möchte, dann soll diese normalisierte Leistung nicht besonders stark von der eigentlichen Durchschnittsleistung abweichen. Das nennt man Ja. dann Variabilitätsfaktor, weil dann teilst du einfach die normalisierte Leistung durch die Durchschnittsleistung. Und wenn die größer ist als 1,05, 1,06 oder so, dann bist du schon ziemlich unstetig gefahren. Dann hast du viele Hügel eingebaut oder viele Beschleunigungen etc. Ganz simple Frage zu dem Thema, wenn ich zum Beispiel das Timmelsjoch mit drei, um runde Zahlen zu nehmen und nicht meine Zahlen, wenn ich das Timmelsjoch mit 300 Watt hochfahren würde und mit 100 Watt runterrollen würde, hätte ich, sind das dann 400 geteilt durch 2, 200 Watt Nein, nein, normalerweise? nein, nein, so funktioniert das nicht. Das ist viel Okay. komplizierter. Okay. Genau. Das hat was mit der Zeit zu tun. Du nimmst, glaube ich, oh, die. Du. Oh, warte. Du nimmst das hoch 6 und dann Okay. nimmst du die und die vierte Wurzel davon. Ich kann das gerne nochmal mit dann in den Artikel mit aufnehmen. Aber dann, wir packen dann einen Link zu der Berechnung Ja. rein. Dann kann sich jeder, der sich wirklich mit bisschen mit Mathematik beschäftigt, das nochmal angucken. Es ist auch gar nicht so kompliziert, aber es ist halt einfach, es wäre, hätte drei Ja. Folien eingenommen. Okay, gut, alles klar. Genau. Gut, und in einem Satz, wofür brauchen wir jetzt, wenn wir auf den TSS und die IF zu sprechen kommen, die Normalized Power? Die Normalized Power, also die normalisierte Leistung, ist die Basis davon. Darauf Okay. werden diese anderen Werte berechnet. Okay, gut. Genau. Deswegen habe ich das noch einmal mit aufgeführt und weil das ja letztendlich auch die Grundlage des ganzen Modells darstellt. Wie intensiv war meine Einheit wirklich? Das ist ja immer die Frage. Okay, Genau. gut. Und der Dann. Intensitätsfaktor, das ist dann der IF, von dem du am Anfang gesprochen hast, Ja. der ist dann halt einfach dieser Kennwert für diese individuelle Intensität einer Einheit. Ja. Das ist, der hat keine Einheit mehr. Du teilst halt Leistung durch Leistung dabei, das seht ihr gleich, und deswegen ist der einheits- und dimensionslos. Und letztendlich willst du halt werten, wie intensiv war jetzt zum Beispiel diese 250 Watt normalisierte Leistung, diese Fahrt für den individuellen Athleten. Deswegen Ja. teilst du dann dabei diese normalisierte Leistung, die erreicht wurde, durch seine Schwellenleistung, damit das auf den Athleten persönlich bezogen ist, also durch den Ja. FTP. Das wäre Ja. dann zum Beispiel bei der Einheit, wenn der Athlet eine FTP von 300 Watt hat und du bist bei 250 Watt, dann wäre das, siehst du, jetzt hast du mich erwischt, das sind dann 0, Welche Zahl hast rechne, du nochmal? 250 durch 300, da kommt raus 52 durch 300 sind 0,7. 0,83. 0,83 wäre dann der Intensitätsfaktor dieser Einheit. Das ist schon eine ganz schön taffe Einheit zum Beispiel. Ja. Aber so, weißt du, wenn du jetzt einen Athlet mit 350 Watt hättest, dann wäre der Intensitätsfaktor dann vielleicht nur bei 0,72. Das heißt, je höher der FTP, desto weniger intensiv ist natürlich eine Einheit mit einer bestimmten normalisierten Leistung. Ja. Ist ja ganz logisch. So, damit hast du den Intensitätsfaktor eigentlich schon abgedeckt. Und letztendlich merkst du dann recht schnell, du kannst damit ganz gut werten, wie hart eine Einheit war, und du kannst ganz gut sehen, ob bestimmte Ziele erreicht wurden. Auch ich bei meinen Trainingseinheiten gebe auch für Ausdauereinheiten und so, wo die Gestaltung recht frei ist, trotzdem immer einen Zielintensitätsfaktor an. Und wenn man den überschreitet oder unterschreitet, dann kann es sein, je nachdem, wie man gefahren ist, dass die Ziele nicht ganz erreicht wurden, zum Beispiel. Deswegen habe ich hier unten auch mal ein paar von diesen Intensitätsfaktoren gelistet, die so Ja. Beispiele wären. Und eigentlich möchtest du zum Beispiel, wenn du lockere Ausdauer fährst, wenn du dann über 0,64 kommst oder unter 0,56, dann war es entweder zu leicht oder zu hart. Okay, verstehe. Ja. Du kannst das Ganze auch in Prozent angeben. Das ist jetzt das Gleiche, wenn du sagst, 56 bis 64% zum Beispiel deines FDP bist du gefahren. Das wäre genau Okay, das Äquivalent dafür. ganz blöde und naive Frage von meiner Seite. Wenn eine lockere Ausdauereinheit auf dem Plan steht und es ist das Ziel, irgendwo zwischen 0,56 und 0,64 IF zu haben am Ende der Fahrt,
Ich bin aber der Meinung, während der Fahrt, ich muss jetzt unbedingt mit dem Trecker oder mit der Vespa irgendwie mich betteln auf der Straße mit dem Roller und mach mal ein paar Zwischensprints etc. Fahr den Rest aber sehr, sehr entspannt oder vielleicht zu entspannt und komme trotzdem auf diese Range, die ich gerade genannt habe, ist dann trotzdem das Ziel dieser Einheit Nein, erreicht. nein, nein. Das ist dann, da geht es dann da wirklich darum, da kann die Statistik dann noch nicht mehr wirklich abbilden, was gemeint ist. Da geht es um die persönliche Interpretation. Du kannst halt den Rest der Einheit mit 0,5er Intensitätsfaktor fahren und die Sprints fährst du all out. Dann Ja. kommst du am Ende vielleicht auf das Gleiche, aber Ja. das Ziel ist natürlich verfehlt. Deswegen gibt es ja auch immer eine Beschreibung des Inhalts einer Okay, Einheit. gut. Das ist ganz klar, genau. Da bekommt die Statistik halt ihre Grenzen. Und du hast tatsächlich ja das Problem bei all diesen Werten, wenn die Leistung zu hoch wird, scheitert so ein bisschen der Algorithmus für die normalisierte Leistung, die Basis, die das berechnet. Wenn du wirklich mit 1000 Watt drei, viermal in einer Einheit sprintest, die sonst komplett stetig ist, Ja. dann inflationiert das diesen Intensitätsfaktor, die normalisierte Leistung sehr stark, weil diese 1000 Watt Phasen, selbst wenn die nur 10 Sekunden lang sind, werden so stark gewichtet, dass das den Intensitätsfaktor wirklich aufbläst. Dann bist du vielleicht richtig gefahren und hast auch die Ziele erreicht, weil ich dir gesagt hast, du sollst während der lockeren Ausdauer ein paar Mal sprinten, aber durch diese vier Sprints da drin bist du plötzlich bei 0,7. Dann kannst du aber zum Beispiel auch in jedem Analyseprogramm heute, gerade in Training Peaks, kannst du zum Beispiel einfach nur die Teile markieren, wo du die lockere Ausdauer gefahren bist. Und solange die dann in dieser Range liegen vom Intensitätsfaktor relativ zur Schwellenleistung, dann ist das Ziel trotzdem erreicht, weil du solltest die Sprints ja auch machen und die spielen in dem Moment dann für diese Berechnung keine Rolle. Das Problem bei Sprints ist ja, physiologisch sind die, wenn sie richtig gefahren sind, sind die noch neuromuskulär und eigentlich sollen die, wenn die kurz genug gefahren sind, keine chronische Ermüdung verursachen. Wenn du 8, 9 fährst, sieht das schon ein bisschen anders aus, aber ganz theoretisch erstmal nicht. Und Okay. deswegen dürften die eigentlich von diesem Wert gar nicht mit abgerechnet werden. Das ist so ein bisschen die Grenzen des Systems. Aber ansonsten, wenn du Ausdauerfahrten fährst, hier zum Beispiel mit 0,7 ungefähr bis 0,77 für eine lange, richtig harte Ausdauerfahrt in den Hügeln oder so, oder wenn du jetzt bei 0,8 landest bei einer Intervalleinheit, da funktioniert das sehr gut. Bei Kriterien kommst du dann teilweise in den Bereich, wenn das unter einer Stunde ist, dann kannst du bis zu 1 erreichen. Das heißt, letztendlich war deine normalisierte Leistung dann genauso hart hoch wie deine Schwellenleistung. Das zeigt, wie hart auch teilweise Kriterien sein können, wo du ständig aus den Kurven sprinten musst irgendwelche Löcher schließen und dadurch wird das halt dann so intensiv, auch wenn du zwischendurch auch sehr lockere Phasen hast, dass das ist, als wärst du für 40, 45 Minuten an deiner Schwelle gefahren. Wie schaut es aus mit Größe 1? Größe 1 kann in Belastungen unter einer Stunde theoretisch passieren, in Kriterien Ja. zum Beispiel, aber wenn du über eine Stunde einen Wert von über 1 erreichst, dann ist deine Schwellenleistung höher als das, was du im Moment angegeben hast. Also Korrekt. Ja, dann ist deine klar. Schwellenleistung derzeit zu niedrig angegeben. Ja. Okay. Sonst, das ist halt die Logik des Systems natürlich. Das ist ja immer noch, ein Intensitätsfaktor von 1 ist genau deine Schwelle. Ja. Wenn du da drüber kommst, für den Zeitraum, von dem wir ausgehen, dass du deine Schwelle halten kannst, bei mir sind es eher so 40 Minuten sogar, dann ist deine Schwellenleistung in der Regel zu niedrig. Es gibt Ausnahmen, wie gesagt, wenn du viele Sprints drin hast in so einem Kriterium, kann es mal sein, dass die Sprints das halt ein bisschen inflationieren, man muss sich den Einzelfall angucken, aber generell solltest du höher nicht kommen. Okay. Frage, was haben so die Profis bei einer Tour de France, Bergetappe, Alpe d'Huez etc.? Was haben die da? Kommt natürlich auf die Dauer an. Ja. Auch logischerweise, je länger eine Einheit und je härter die angegangen wird, dann desto höher wird das. Aber du kannst mit Werten rechnen zwischen 0,745 bis 0,85, je nach Etappe. So eine kurze Bergetappe, ich weiß nicht, ob man sich daran erinnert, dieses Jahr gab es so eine kurze Bergetappe bei der Tour de Suisse zum Beispiel, die letzte Etappe, wo es über, ich glaube, drei 2000 Meter Alpenpässe hintereinander ging und dann ging es eine Abfahrt ins Ziel. Da waren ein paar der Spitzenfahrer, glaube ich, sogar bei fast 0,9 Wow. über um die 3 Stunden ungefähr. Das Also als Kind, ja. kann auch bei Jedermann genauso passieren. Das Tolle am Intensitätsfaktor, er ist ja immer auf dich bezogen. Und wenn du wirklich einigermaßen fit bist, dann kann auch der Jedermann natürlich einen ähnlichen Intensitätsfaktor erreichen. Es ist dann natürlich nur in Relation zu einer niedrigeren Schwellenleistung. Aber generell zeigt das so ein bisschen an bei Rennen, wie gut du dich auch quälen kannst. Und wenn es dann in den Ötztaler zum Beispiel geht, wo es wirklich lang wird, da hast du das Pacing letztendlich richtig gemacht, wenn du irgendwo um 0,73 bis 0,76 landest maximal. Viel mehr sollte eigentlich da gar nicht möglich sein. Okay, gut. Jetzt haben wir aber noch die TSS. Genau. Was Das hat's ist damit dann auf sich?
Das ist dann die Krone dieses Modells. Das ist letztendlich einfach der Wert, da benutzt du dann den NP und den Intensitätsfaktor einer Einheit, um die Belastung oder Härte eines Trainings irgendwie zu messen. Ja, also und das ist so aufgesetzt, dass wenn du die Berechnung, wenn du eine Stunde genau mit deinem FTP fahren würdest, würdest du genau 100 TSS erzielen. Das ist dein Training-Stress-Score. Und je höher der ist, desto höher sind generell erstmal die Implikationen für, wie lange musst du dich von der Einheit erholen, wie hoch waren die Trainingsreize und was für eine Art von Einheit war das. So, der Trainingsstress-Score, erstmal, wir können noch einmal kurz darüber, wie das sich errechnet. Das wissen die meisten aber auch nicht, weil man sieht immer nur das Ergebnis in diesen ganzen Trainingssoftware-Programmen. Der berechnet sich aus erstmal zwei kleinen Elementen. Erstmal rechnest du zusammen die Zeit in Sekunden einer Einheit. Also die Zeit wird in Sekunden umgerechnet. Das multiplizierst du mit deiner normalisierten Leistung und dem Intensitätsfaktor. Und das Ganze teilst du dann durch deinen FDP und den normalisiert für eine Stunde, deswegen mal 3600, weil das ist eine Stunde in Sekunden. Und das Ganze rechnest du dann mal 100. Und dann kommst du auf den Trainingsstress-Score einer Einheit. Das wird immer im Hintergrund gerechnet, wenn man den TSS einer Einheit in Strava oder in Training Peaks oder sowas sieht. Man sieht da also, man kann mit diesen Größen so ein bisschen spielen. Eine Einheit zum Beispiel, bei der alles gleich bleibt, aber man verdoppelt die Zeit, die Zeit hat einen sehr großen Einfluss auf den TSS natürlich. Genauso hat der FDP auch einen großen Einfluss auf den TSS. Aber wenn du den FDP änderst, musst du natürlich auch den IF immer ändern. Deswegen ist der einzelne Einfluss der Zeit letztendlich der höchste in dieser Formel. Aber das ist nur so ein bisschen am Rande gespielt. Jetzt finde ich den letzten Absatz von dir da sehr interessant. Der Philipp, für die, die vielleicht das Ganze auf YouTube hören, während der Autofahrt nicht gucken, sondern hören. Er hat jetzt hier noch verschiedene TSS-Ranges reingepackt, 15 bis 20 zum Beispiel für eine aktive Regeneration oder 150 bis 250 für eine lange Ausdauerfahrt etc. Es gibt aber noch einen Passus am Schluss, den ich sehr interessant finde. Kannst du den noch mal ein bisschen näher erklären? Ja, genau. Also erstmal, TSS hat immer nur mit dem, vor allem im Kontext des Intensitätsfaktors, wirklich eine Aussagekraft, weil wenn du 100 TSS erzielst, indem du 4 Stunden dahin rollst, irgendwie bei 50% deiner Schwellenleistung, dann hast du am Ende ein IF von 0,55 oder so, dann ist das was anderes, als wenn du 1,5 Stunden fährst und 100 TSS erzielst, weil dafür musst du richtig, richtig ballern. Natürlich. Und das hat dann einfach eine andere Implikation. 100 TSS zum Beispiel kommt oft raus, wenn du irgendeine Intervalleinheit hast, für die 80, 90 Minuten dauert. Dann kommst du ungefähr auf diesen Wert. Sagen wir mal, du fährst 4 mal 8 Minuten an der Schwelle, machst zwischendrin 5 Minuten Pause und danach fährst du noch 20 Minuten weiter. Dann kommst du vermutlich ungefähr auf diesen 100er TSS und das wäre vielleicht ein Intensitätsfaktor von 0,8 dann. Und das ist natürlich sauhart. Das spürst du am nächsten Tag auch in den Beinen. Wenn du wirklich einfach nur dahin rollst, weißt du, denn das musst du am nächsten Tag nicht mehr unbedingt spüren. Und deswegen ist das natürlich, brauchst du immer den Kontext dabei. Aber generell hast du halt, wie schon jetzt aufgesagt hast, diese verschiedenen Werte, wo du sagen kannst, okay, 15 bis 20, das passiert normalerweise nur bei einer aktiven Regeneration, wenn du wirklich locker für 40, 45 Minuten fährst. Es kann natürlich auch passieren, wenn du ganz kurz richtig hart fährst, wenn du nur 15 Minuten rausgehst und dafür ballerst du richtig, kommst du auf den gleichen Wert. Aber generell, warum ich die Werte hier angegeben habe, ist mehr, wenn du ein bestimmtes Ziel mit einer Einheit verfolgst. Zum Beispiel sagst, das ist heute eine aktive Regeneration und du siehst am Ende aber, mein TSS war 30, dann war das schon ein bisschen viel. Oder wir haben eine Intervalleinheit unter der Woche angegeben, die du fahren sollst und du kommst am Ende über 100, 120 TSS. Aber du willst am Wochenende auch eigentlich nochmal lang und sowas in die Berge oder in die Hügel, dann kann es sein, dass du dir unter der Woche schon zu viel Trainingsstress ansammelst und am Wochenende schon zu müde sein wirst, um diese langen Ausdauerfahrten überhaupt noch ordentlich zu machen und da richtig das Optimum rauszuholen. Deswegen muss man diesen Trainingsstress von Tag zu Tag immer so ein bisschen balancieren und gucken, was kann ein Athlet überhaupt ab. Und das ist natürlich auch eine individuelle Lernphase, wo man gucken muss, wie viel kann ein Athlet absorbieren. Abschluss, Zusammenfassung, bevor wir auf 2, 3, 4 Leserfragen zu sprechen kommen. Was ist dein Fazit für diese beiden Werte, wie man sie quasi in seinem Training, in seiner Analyse, in der Bewertung nutzen sollte?
Also, erstmal, wenn man Training plant, sollte man diese Werte immer im Hintergrund haben. Wenn man die einzelnen Einheiten plant, sollte man ungefähr wissen, was für einen Intensitätsfaktor soll diese Einheit haben. Wenn man die Einheit wirklich dediziert plant, berechnet, wird das auch heutzutage berechnet. Wie viel Training-Stress-Score wird das am Ende ergeben? Wie viel wöchentlichen TSS möchte ich haben? Und wie beeinflusst das dann, und dazu den Größen kommen wir vermutlich in einem späteren Video nochmal, die haben wir auch schon mal angesprochen, meine chronische Trainingsladung und meine akute Trainingsladung, das heißt meine Trainingsbelastung, die ich gerade langfristig habe, und meine Fitness daraus. Das sind so ein bisschen die Implikationen, aber jeder soll sich das angucken. Und wenn man zum Beispiel schon mit einem vorhandenen Trainingsplan arbeitet, dann hat man diese Werte schon vorgegeben und dann sollte man immer gucken, dass man irgendwo in dem Bereich bleibt. Wenn man die Einheiten auf dem Indoor-Trainer absolviert, ist das recht leicht. Wenn man die Vorgaben einfach abfährt, dann wird man die sehr genau treffen. Aber auch wenn man draußen unterwegs ist, lohnt es sich halt, diese Werte irgendwie auf einem Alternativscreen auf dem Bildschirm immer zu haben, dass man zwischendrin mal nachgucken kann. Bin ich in dieser, sagen wir mal, mit 5 bis 8% Abweichung in dieser Intensitätsfaktor-Range drin, die ich auch als Ziel habe? Oder fahre ich gerade viel zu hart oder bin ich zu locker unterwegs? Das ist immer ganz gut, wenn man sich diese Werte nebenbei angeben lässt, um zu gucken, ob man im Zielbereich ist. Gerade bei so einer langen Ausdauerabfahrt, da merkt man teilweise gar nicht so genau, ist das jetzt richtig, weil man halt, wie gesagt, meistens, niemand zeigt sich dauerhaft immer seine normalisierte Leistung an, braucht man auch nicht, das ist zu verwirrend, aber man hat dann halt die Durchschnittsleistung da stehen, weiß aber nicht, wie hoch ist meine Intensität der Einheit gerade, wie weit bin ich davon abgewichen. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man sich den IF und potenziell auch den TSS irgendwie nicht auf dem Hauptscreen, aber auf einem alternativen Screen irgendwie auf seinem Garmin oder Wahoo anzeigen lässt. Das unterstützen die Bike-Computer auch alle. Ja, okay. Gut. Ich denke, das sollte schon mal ja eine gute Einordnung geben für. Ah, jetzt gehst Ja. du auf. Okay, warte mal. Dann gehe ich hier rüber auf Splitscreen. Das sollte eine gute Einordnung geben, wie man mit IF und TSS ja umgeht im Alltag, sage ich mal, im Trainingsalltag. Gucken wir mal ganz kurz auf ein paar interessante Fragen der Leute. Ich hatte vor ein paar Tagen auf Instagram gefragt, ja, habt ihr Fragen zu dem Thema? Und wir würden sie beantworten. Robert schreibt oder fragt, wie hoch soll der TSS pro Woche in den verschiedenen Trainingsphasen sein? Max pro Tag, beziehungsweise wie viel TSS pro Einheit ist hart, sehr hart, dumm? Das zu Brauchst du messen ist jetzt, jetzt. musst nicht episch darauf antworten, Philipp, nur Nee, das. kann ich auch gar nicht. Da muss ich Robert enttäuschen. Das hängt einfach von jedem Athleten selber ab und das muss er für sich rausfinden. Jemand, der ein Jahr Rad fährt und im ersten Jahr 2000 Kilometer gekommen hat, kann leider nicht so viel wöchentlich und täglich und monatlich leisten wie ein Profi. Okay, Das ist halt fragen komplett wir. individuell unterschiedlich und deswegen ist das schwer zu sagen. Du musst das selber für dich so ein bisschen rausfinden, wie weit kannst du gehen? Wie viel TSS hat ein Philipp Diekner in einer Ausdauerwoche? In einer ganz normalen Woche, in der Grundlagenphase, jetzt im Winter, das ist bei mir ein bisschen anders, aber sagen wir mal einfach Grundlagenphase, ein Fahrer wie ich, alles zwischen 650 und 900. Aber Okay. 900 ist schon sehr, sehr hoch und 650 wäre eine normale Woche. Und in einer Intensitätswoche? Zwischen 800 und 1100. Aber das ist dann auch schon sehr ähnlich wie ein Trainingslager dann. Ich sage jetzt mal eine Woche, in der du konzentrierst zwei harte Einheiten und zwei längere Einheiten machst. Das wäre dann, da kommst du Okay. vielleicht so hoch. Das ist dann so ein bisschen, kommt ein bisschen auf die wöchentliche Belastung, Stundenbelastung dann, aber alles so zwischen 12, 16 Stunden kommt man dann auf solche Werte. Quattro Avenue. Philipp erwähnte, der IF-Faktor sollte bei Radmarathons zwischen 0,72 und 0,78 liegen. Wenn er tiefer lag, wurde der FTP zu hoch angesetzt? Fragezeichen. Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass das Pacing zum Beispiel nicht hingehauen hat, dass man am Anfang zu hart fährt und deswegen am Ende zu sehr einbricht und dann einfach gar nichts mehr halten kann. Es kann sein, dass man einfach nicht gute Form hatte an dem Tag. Es kann sein, dass die Ernährung nicht gestimmt hat. Das kann viele Faktoren haben. Wenn es richtig heiß ist, musst du diese Berechnung senken, weil du dann einfach diese Intensität gar nicht so halten kannst, wie du sonst bist. Wenn du bei 35 Grad fährst und als Mitteleuropäer wird es hart. Das kann so viele Gründe haben, das würde ich mir mal angucken. Wenn du die Werte im Training für deine Vorgaben zum Beispiel
bei Schwellenintervallen oder bei anaeroben Intervallen sonst erzielen kannst, wird es vermutlich andere Gründe haben und du musst einfach mal analysieren, warum habe ich mich so schlecht gefühlt in einem Radmarathon, dass ich das nicht erzielen kann. Und dann natürlich kommt es auch ein bisschen auf die Distanz an. Wenn du einen 4-Stunden-Radmarathon hast oder einen 3-Stunden-Radmarathon wie den Kufsteiner, wird dein Intensitätsfaktor eher 0,78 oder 0,8er Range sein. Wenn du einen längeren hast wie den Highlander, eher in Richtung 0,72, 0,7. Auch die Höhe kann eine Rolle spielen, zum Beispiel, wenn du Okay. in bestimmte Radmarathons gehst. Gut. Zwei Fragen noch und dann sind wir durch. Thomas fragt, wie steuere, in Klammern berechne ich am besten die Regeneration nach intensiven IF beziehungsweise hohen TSS-Werten für den Formaufbau während der Saison? Ja, also für Formaufbau ist es wichtig, dass man, wenn man eine richtig intensive Woche hatte, die für einen irgendwie mindestens so 15 bis 20% über der normalen Belastung liegt, eine ruhigere Woche einlegt, wenn man wirklich Form aufbauen möchte und den TSS in der nächsten Woche um mindestens 50% senkt, zum Beispiel. Damit kann man immer ein bisschen arbeiten. Wenn du jetzt einfach nur die einzelnen Einheiten anguckst und wieder frischer sein möchtest, hängt das wieder so ein bisschen vom Athleten ab, aber generell kannst du sagen, eine Einheit mit unter 100 TSS solltest du am nächsten Tag normalerweise wieder bereit sein, wieder ordentlich zu trainieren. Es sei denn, du bist jetzt eine sehr kurze, super intensive Einheit gefahren. Und wenn es dann wirklich in die Bereiche 150 TSS plus gibst, brauchst du normalerweise mindestens 48 Stunden, um von dieser Ermüdung wegzukommen. Aber auch das ist wieder komplett individuell unterschiedlich. Dann hast du Profis, die gehen raus, fahren eine Vuelta-Etappe mit 300 TSS und am nächsten Tag gehen sie wieder in die Ausreißergruppe und fahren nochmal 300 TSS. Und gleichzeitig solltest du zum Beispiel auch in der Lage sein, das so ein bisschen für ein paar Tage zu puffern, zum Beispiel in einem Trainingslager, musst du dir da andere Ziele setzen als in einem normalen Trainingsablauf im Alltag, dass du einfach mal sagst, ich gehe jetzt mal richtig tief und ziehe das auch mal 2, 3 Tage durch, obwohl der TSS-Score eigentlich sagt, ich sollte mich morgen erholen. Okay. Letzte Frage. Jens fragt, wann werden denn die neuen Trainingspläne bzw. Konzepte angeboten? Das ist jetzt die Frage an dich. Das ist mehr so dein Intensitätsfaktor im Moment auch so ein bisschen, dein Stressscore. Aber von meiner Seite aus zum Oktober. Ja, für euch die Info. Ja, wir werden mit noch verbessertem Konzept, mehr Service, mehr Feedback, mehr Analyse, werden wir euch die neuen Coaching-Konzepte bereitstellen. Wir sind gerade dabei, Mitarbeiter zu onzuboarden, sage ich jetzt mal, hinzuzuholen zum Ganzen, die auch den Philipp da unterstützen werden. Philipp macht mit dem und den Coaches die Screening-Gespräche, dass das da alles passt. Ja, und ich bin dabei, die Plattform bereitzustellen, das technische Konstrukt. Und Ziel ist es ab 1.10., aber ihr wisst, wie es ist in der technischen Welt. Wenn es nachher der 6. oder 7.10. ist, dann ist das leider so. Aber ja, Ziel in der ersten Oktoberhälfte, sage ich jetzt mal, go live. Und das ist die Antwort darauf. Dürft euch Ja. freuen. Wir Wir wollen euch haben. ja auch die Planungssicherheit geben, irgendwie, dass ihr nach eurer Offseason, dass das Ja. alles, da soll es auf jeden Fall reibungslos losgehen können. Oder auch für Athleten, die jetzt schon bei uns sind, einfach weitergehen können. Da soll Ja. es eigentlich keine Unterbrechung geben. Ja, dürft euch freuen. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir möchten euer Leben noch besser machen, die Leistung noch verbessern. Mit dem, ja, vor allem mit dem proaktiven Feedback. Und dann würde ich sagen, Jens, ich hoffe, die Frage wurde beantwortet. Und danke fürs Video, Philipp. Genau. Leute, wenn es euch gefallen hat, Daumen Ja, hoch, danke Kanal dir abonnieren. Und dann machen wir irgendwie demnächst das nächste Coaching-Video, oder? Fällt euch Ja, ich bestimmt würde was sagen, Lustiges das ein. ganz sicher. Alles klar, Philipp. Vielen Dank. Bis später. Ciao.